Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Die Mantis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracca. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Was gibt's? Erinnerst du dich noch an den Scoutläufer? Den AT-ST? Ja, da warst du doch nah dran, oder? Worauf willst du hinaus, Grease? Könntest du so ein Ding vom Imperium ausleihen, damit ich mal eine kleine Runde damit drehen kann? Oh, du willst mir wohl beim nächsten Kampf helfen. Was? Nein, niemals! Du willst immer nur kämpfen. Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Besorgt wegen des Sturms? Nein, mir macht ja sehr vieles Sorgen. Das Imperium, tödliche Kreaturen, schlecht gekochter Burrafisch, aber in meinem Schiff ist das alles kein Problem. Sehr gut. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Stimmt. Aber daran musst du mich nicht erinnern. Lässt du mich kurz mit meinem Schiff allein? Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Wie wäre es, wenn wir etwas umdekorieren? Die Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gesehen. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis. Und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Bin gleich wieder da. Okay, hüpf an Bord. Wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Da! Thank you.
Oh, okay. Was ist es? Ich muss diese Tür hacken. Cordovas Reparaturkit. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Dieser Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt. Ein besonderer Ort. Ich habe den Griff hinzugefügt. Ein Teil von ihm soll immer bei uns sein. Oh.
Knochen. Ja, aber unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Begräbnisstätte.
Hey, BD-1. Versuch das Ding zu hacken. Oh, na gut. Oh, es war also was drin. Hier. Habt ihr etwas wie das Gewölbe schon mal gesehen? Es ähnelt anderen alten Jedi-Tempeln, die ich kenne. Seltsam, dass zwei Zivilisationen ohne Kontakt ähnliche Monumente für die Macht haben. Seltsam? Mag sein. Aber die Macht verbindet uns eben alle.
Danke, BD-1. Was ist es? Hey, Sir. An was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holo-Schachspiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Aber für Holo-Schach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du, du gewinnst, war's vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt? Ja, jeder auf seine Art. Mein Freund, beim Betreten des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sepho.
ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Bin gleich wieder da. Sehen wir es uns an. Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, ha! Wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Tabak spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay? Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie, was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Gut. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, BD? Thank you.
bereit dafür? Wie kommen wir jetzt oben drauf? Okay, wohin jetzt? Zu Ende. Ich denke, wir machen weiter. Klettern wir nach oben. Kein Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Es ist der Jedi! Ich hoffe, das nicht allein. Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Hä? Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich und... Besser. Gehen wir schon. Das sind viele Laser. Aus dem Weg.
bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Die werden sie so schnell nicht mehr benutzen. Willst du uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Bereit machen wir dich! Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerillakämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen.
Vielleicht weiß einer, wie ich Tafol finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die Nähe. Hier ist es noch schlimmer als auf Sepho. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das hin. Noch etwas? Wenn wir schnell sind. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Was hast du? Perfekt, aber das hier ist keine lange Leitung. Hier drüben, im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Bist du okay? Ich. Alles okay. Sor hofft wohl darauf, in der Raffinerie Neues über Tafel zu erfahren. Es kam heute Morgen rein, dass er in den Schattenlanden gesehen wurde. Angeblich in der Nähe eines Wookie-Dorfs laut imperialen Punkten. Dabei gibt es davon in dem Gebiet Hunderte. Na gut. Also, was war drin? Danke, BD-1. Oh, es war also was drin. Danke. Er sagt, hier ist nichts. Das wusste ich nicht. Du kannst binär? Nur ein paar Grundlagen aus der Schule. Vielen Dank, mein Kleiner. Wir warten auf Source Signal.
Hier ist es noch schlimmer als auf Sepho. Hast du Sepho gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja, war ich. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier, mit den Wookies, haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Die Macht hat mir auf Sepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er... Ja, ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Das Imperium darf nicht noch mehr Welten vernichten. Der müsste am anderen Ende des Grabens sein. Da, eine Werkbank. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Versuchen wir es. Ich brauche hier etwas Hilfe.
Jag einen Stromstoß hier rein. Gute Aktion. Wie geht's dir, BD1? Gut, freut mich. Hier rüber. Gute Aktion. Hier drüben! Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die
Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Da drüben, einer der Cutter läuft. Ist das vielleicht eine Übung? Möglich. Sollen wir es melden? Das wäre gegen das Protokoll. Wenn es Probleme gibt, muss Ihr Trupp das melden. Stimmt. Halten wir uns an die Regel. Jawohl. Augen nach oben! Als nächstes holt er sich uns. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Danke, BD1. Hey. Irgendwas Brauchbares?
Dafür bin ich ausgebildet. Zu schnell für dich. Ich werde nicht verlieren. Stirb wie die anderen. Los, geht weiter. Ich hab was zu tun. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung offen. Los! Was, Baby? Ich suche mich zurück. Flammenkäfer, Sie kommen durch die Wände. Auf Ihr Nest. Komm schon, Jedi. Kämpf gegen uns. Fang den. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Ich schau ja hin. Hier lang. Toll. Hey. Was ist es? Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja.
Treffe ihn nicht! Vielleicht kann Grease damit was kochen. Oh, okay. Oh, es war also was drin. Hey! Was haben wir gefunden? Patrouille an Basis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Danke dir. Seit dem letzten Überfall der aufständischen Tunnel. Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen Soforthilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Der Jedi ist hier. Ich habe verstanden. Jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen.